Meine lieben Freunde, Dankeschön. Meine lieben Freunde, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, welcher Schmerz und was für ein heiliger Zorn meine Seele ergreift, wenn eine Idee, eine große Idee, die wir im Übrigen schon sehr lange als heilig erkannt haben, wenn diese Idee plötzlich von Idioten aufgegriffen wird. Und wenn dann ganz dem Naturell solche Idioten entsprechend diese Idee auf die Straße hinausgezerrt wird, wenn nicht der Geist, sondern der billige Boulevard und der Pöbel mit dieser Idee angefüttert und vollgeschmiert wird, wenn diese Idee gänzlich verstümmelt und vergewaltigt, neben all dem anderen Plunder auf dem Trüllhaufen wiederzufinden ist. Wie ein Spielzeug für dumme, dumme Kinder. Dann, meine lieben Freunde, dann ist es an der Zeit, Nein zu sagen. Nein! Zu meiner Zeit. Zu unserer Zeit, meine lieben Freunde. Da war alles anders. Wir hatten andere Ziele. Ja, aber nicht danach streben wir. Niemals. Meine lieben Freunde, ich möchte offen zu euch sprechen. Ich erkenne diese Welt nicht mehr. Ich erkenne sie nicht. Aber ich schwöre euch. Ich schwöre euch, unsere Zeit wird noch einmal anbrechen. Und unsere Zeit wird alles, was von dieser Idiotie, von diesem Taumel und von diesem Rausch ergriffen ist. Unsere Zeit wird alles wieder auf den rechten Pfad zurückführen. Und wisst ihr auch warum, meine lieben Freunde?